Mission Mars heißt dieser Let's Player-Wettbewerb zwischen Piero Parker und mir, darum, wer unter ähnlichen Bedingungen den Wissenschaftssieg schafft bei Civilization 6. Viele Leute von euch haben sich alle Folgen angesehen, finde ich absolut glorreich. Viele Leute von euch haben sich angeschlossen, einem der beiden Unterstützerteam, dem Team Piero oder dem Team WB, finde ich auch sehr, sehr glorreich. Viel Zuspruch, unglaublich viele Kommentare, gigantisch viele Aufrufzahlen für die Videos, das ist das bislang erfolgreichste und vielleicht auch schönste Projekt, das ich auf meinem YouTube-Kanal hatte bislang, und es macht mir persönlich einen Heidenspaß. Übrigens auch deshalb, das möchte ich hier an der Stelle ausdrücklich mal sagen, weil Piero Parker mit dabei ist und weil er so schöne Videos macht. Ich schaue immer wieder gerne rein, ich finde, er macht das total klasse. Muss ich auch mal öffentlich sagen und nicht nur immer ihm, wenn wir miteinander reden. In der Mitte zu sehen, ein Bauplatz, dort entsteht unser allererster Unterhaltungskomplex. Mittlerweile muss ich mehr Annehmlichkeiten, setze ich mehr auf Annehmlichkeiten. Bei der Forschung, Piero Parker ist bei plus 245 Forschungspunkten pro Runde. Ich, links oben seht ihr, ist bei 420,5. Das ist nahezu fast doppelt so viel wie er. Er ist aber weiter voran bei den Forschungen. Da müssen wir jetzt nicht mehr so viel Augenmerk drauf stellen. Ich denke, ich werde aufholen, ich werde mit ihm gleichziehen, aber das ist jetzt nicht mehr so entscheidend. Worauf es ankommt, ist, dass die Bauprojekte beim Wissenschaftssieg, sprich die Raumfahrtprojekte bei der Mission Mars, beim Flug zum Mars, dass die bei uns gut absolviert werden können, dass unsere Bevölkerung zufrieden ist, dass sie dadurch vielleicht eine Industrieboni haben bei der Produktion der Projekte, zumindest keine Mali, dass wir viel Produktion haben werden in unseren drei Raumfahrtstädten, die ich mir ausgeguckt habe, Longxi, Changsha und in Rom, und dass die geboostet werden von anderen Städten, dass wir viele Handelsrouten hinschicken, dass wir alle unsere Händler allmählich darauf umstellen, dass diese drei Städte supported werden, dass wir hier durch den Bau von Wohnvierteln noch mehr Bürger arbeiten lassen können und so weiter. Ich habe auch nochmal länger nachgedacht über das Ruhrgebiet, dieses Weltwunder, habe auch eure Kommentare gelesen und denke mir, ich werde es auch versuchen, in Changsha hier in der Mitte zu bauen. Das bringt ja nochmal drastisch mehr Produktion. Und ich habe noch den Gustave Eiffel, der hat noch eine Ladung, mit der er ein Weltwunder beschleunigen kann. Den schicke ich mal hier hin, nach Changsha, schon mal jetzt, und lass ihn da ein kleines Päuschen machen. Was wir aber erstmal zu Ende machen, ist hier das Wohnviertel vor Ort. Denn hier in Changsha, ihr seht es, ist der Wohnraum bald begrenzt. Hier läuft nicht mehr viel, andererseits sehr, sehr viel Nahrungswachstum durch die ganzen Handelsrouten. Ich möchte das hier nicht ausbremsen, wir brauchen noch viele mehr Bürger hier. Und dann werfen wir noch einen Blick auf Longxi. Da mache ich noch eine Änderung. Hier sind zwei Bürger vom Programm in der Heiligen Stätte für die Erzeugung von Religionspunkten eingesetzt worden. Ich würde lieber hier einsetzen, bei der Industrieproduktion, Forschungslabor in drei Runden fertig. Wenn ich das wegnehme, auch immer noch drei Runden, das hat also gar nichts gebracht. Dann kann ich auch die da oben lassen. Fortschritt, Elektrizität wird kaum beschleunigt, denke ich, dadurch, dass ich hier in die Forschung gehe. Dann ist hier alles so korrekt, wie es hier auch eingestellt ist. Okay, und wir gehen wieder raus und ich mache noch eine Sache hier im Ausrichtungsbaum. Ich habe mir das mal mittlerweile angeschaut. Wir produzieren jetzt Unterhaltungskomplexe, haben aber die von den drei Gebäuden, die man dort bauen kann, bislang nur eines verfügbar, die unterste Ausbaustufe, die Arena. Bei den folgenden Zoo und Stadion haben wir noch nicht freigeschaltet, noch nicht technologisch erforscht. Das geschieht hier über diesen Ausrichtungsbaum. Das heißt, wir ziehen das hier noch durch, den Totalitarismus, um hier so schöne Karten zu bekommen wie das hier, Kanonenboot, Diplomatie, damit wir noch mehr Einflusspunkte bekommen durch Gesandte. Ich glaube, deshalb wollten wir das, wenn ich mich richtig erinnere. Denke ich mal. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich werde mir schon was dabei gedacht haben. Und danach gehen wir über den Kolonialismus zur Naturgeschichte. Dadurch schalten wir den Zoo frei, dieses Unterhaltungsgebäude. Und als nächstes kommen wir dann, wo haben wir's? Irgendwo ist hier unten. Hier ist das Stadion noch freischalten. Das kommt danach dann. Die Ausbaustufe des Zoos. Alles klar? Ja, alles klar. So funktioniert's. Und raus, und bei den Technologien sind wir auch auf einem guten Weg. Das hatte ich beim letzten Mal schon eingestellt. Wir schalten jetzt die Kraftwerke frei und danach gehen wir zügig zum Raumhafen und wollen den als nächstes überall bauen lassen. Und danach können wir zum Beispiel Normbauteile, das ist ja nur noch eine Runde,
Dann haben wir deutlich mehr Nahrungsproduktion. Ach, und wisst ihr was? Die eine Runde, die ziehe ich jetzt auch noch durch. Ich mache die Elektrizität, dann kommen die Normbauteile und dann geht es weiter zu den Raumhäfen in der Reihenfolge. Alles klar? Raus und eine Runde weiter. Allmählich kommen wir in die entscheidende Phase des Let's Plays. Ich bin auch froh, dass ich keine Kriege im Augenblick habe. Das ging mir doch ein bisschen auf den Senkel mittlerweile, muss ich gestehen. Hier machen wir eine Reparatur. Und jetzt eine Runde weiter. Wir haben 208 Kulturpunkte, die wir erzeugen. Das ist immens viel. Wir sind ganz weit in der, viel weiter als Pyroparka bei der kulturellen Ausrichtung, haben sehr früh schon Regierungsformen dadurch auch freigeschaltet. Mittlerweile brauchen wir gar nicht mehr so Unmengen an Kulturpunkten. Deshalb werde ich bei der nächsten Möglichkeit, wo man die Regierung für Lau wechseln kann, statt der Karte, wo man Kultur durch Spezialbezirke erzeugt, eine Karte nehmen, wo man mehr Annehmlichkeiten durchbekommt. Die brauchen wir, glaube ich, langsam eher. Aber das ist erst in 4 Runden der Fall und ich brauche das auch jetzt im Moment nicht zwingend. Produktion wählen, Pokrovka. Bibliothek ist nur in nur einer Runde fertig. Ziehen wir natürlich durch. Koloba. Nochmal einen Blick auf Pendler. Nein, wird alles noch gebaut. Wohnviertel abgeschlossen, 11 von 17 Wohnraum. Hier kann also massiv jetzt expandiert werden. Wachstum ist allerdings begrenzt hier, das Nahrungswachstum. Bauprojekt. Jetzt noch auf Forschung zu setzen, weiß nicht so richtig. Banken, Unterhaltungskomplexe, Industriegebiete. Wenn wir ein Industriegebiet hier bauen, können wir die Raumfahrtstädte nicht mehr unterstützen. Wir könnten höchstens die anderen Städte hier unterstützen. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, Pokrovka ist auch sehr stark. Und Pazyrik, was industrielle Produktion betrifft, allerdings nicht ganz so stark wie die anderen. Ich glaube, am meisten Sinn wird es machen, hier einen Unterhaltungskomplex zu bauen. Und dadurch die Zahl der Annehmlichkeiten im ganzen Reich quasi zu erhöhen. Wenn wir hier einen bauen, dann sollten wir den da platzieren, dass wir möglichst viele Städte unterstützen mit Stadion und mit Zoo. Das heißt, 6 Geländefelder entfernt sollten von dem Unterhaltungskomplex sollten möglichst viele Städte sein. Wir müssten hier leider auf jeden Fall etwas abreißen oder etwas dazu kaufen. Wenn wir hier zum Beispiel hinsetzen, dann würden wir 5 Städte unterstützen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und das ist schon sensationell. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Kriegen wir noch mehr hin? Kriegen wir auch New York noch hin? Nein, bekommen wir nicht hin. Also, da können wir das zum Beispiel hinsetzen. Ja. Ja, das funktioniert. Bauen wir hier hin. In Rom könnten wir allmählich die heilige Stätte reparieren und so weiter. Aber das ist hier die Stadt, wo wir die wir auch als Produktionsstadt für die Raumfahrt haben wollen. Das heißt, wir sollten uns wirklich überlegen, was unterstützt die Stadt hier am meisten. Dicker Nahrungsüberschuss, genug Wohnraum, die Stadt wird schnell wachsen. Keine weiteren Bezirke sind mehr möglich zu bauen. Das heißt, wenn wir hier ein Raumfahrtprojekt, einen Raumhafen hinsetzen wollen, dann müssen wir erst noch eine Bevölkerung von 13 erreichen. Im Augenblick haben wir 12, das wird in 3 Runden der Fall sein. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen, das ist schon okay. Forschungslabor bauen könnten wir, wird nochmal 10 Produktion mehr bringen, das ist schon enorm. Markt, wir könnten auch auf Wohnviertel gehen. Ich schaue mir mal die Gebäude, die Verteilung hier an. Ja, es macht wahrscheinlich durchaus Sinn, hier im Industriegebiet sogar vielleicht zu platzieren.
Und ich repariere mal die heilige Stätte. Weil wir brauchen, wenn wir Glück haben, können wir mit den großen Persönlichkeitspunkten, wenn wir in der Lotterie Glück haben, hier in der Partie gute, große Persönlichkeiten noch kaufen, die die Raumfahrt immens beschleunigen. Hoffentlich klappt das. Und hier in Rom schauen wir auch mal, ob wir bei der Zuweisung der Bürger Heilige Stätte in 5. So, haben wir die Heilige Stätte in 5 fertig und trotzdem in 3 Runden einen neuen Bürger. Oh, hier müssen wir aufpassen. Wir werden angegriffen von einem Ambroschützen. Wo ist hier ein Barbarenlager? Da unten ist eins. Da könnten wir dann mal runterreiten und die Herrschaften ein bisschen aufmischen. Vorher werden wir den aber killen. Dann holen wir uns einen weiteren Reiter, wenn wir einen haben, von da oben runter. Zur Verstärkung. Hier ist ein Armbrustschütze. Der kann schon mal im Brittener Sack einen Bogen schützen. Den ziehe ich hier hin. Der Feind schon mal geschwächt. Mit dem Reiterchor ziehe ich hier hin. Wird der Gegner flankiert. Und einmal hier oben noch ein Reiter. Der kann zumindest ein Stückchen runter. Ja, da hätte ich die Verstärkung von oben gar nicht mehr gebraucht. Der hat noch 2 Ladungen. Hier könnte man potenziell ein Industriegebiet bauen oder was auch immer. Das hier ist ein Handelszentrum. Obacht, von da unten kommt ein Schwertkämpfer. Die Reisressource hier anschließen könnte Sinn machen. Wie sieht das hier oben in Longxi aus? Hier ist auch ein Handwerker. Der hat noch eine Ladung. Steht das Wohnviertel hier hinziehen. Nach hier ein Sägewerk errichten. Und der Handwerker, der hier steht, das sind hier beide schon Felder. Wie viele Ladungen hatte der noch? Nur noch eine. Die Stadt ist nicht zentral hier. Als Produktionsstadt okay, aber ich bezweifle auch, dass ich hier noch ein Industriegebiet baue. Ich vermute eher, ich werde hier nachher noch einen Unterhaltungskomplex errichten. Obwohl, wenn ich hier ein Industriegebiet bauen würde, dann würde ich mit ein bisschen Glück die beiden Städte hier noch unterstützen. 1, 2, 3, ich könnte vielleicht das Geländefeld akquirieren. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, Changsha könnte ich boosten von da und Longxi. Das heißt, ich werde hier ein Industriegebiet bauen. Allerdings nicht auf dem Standort, sondern woanders. Weiter im Norden, hier. Da kommt ein Industriegebiet hin. Ja. Das wollen wir uns gleich mal markieren auf der Karte. Und das wiederum bedeutet, dass ich mit dem Kollegen hier durchaus hier eine Mine errichten kann. Steinbruch. Achtung, hier ist ein feindlicher Speer. Immer noch Barbaren unterwegs. Auch im Jahre 1260 nach Christi. Erstaunlich, dass noch vor der Entdeckung von Amerika es möglich sein wird, eventuell einen Satelliten ins All zu schießen. Das nenne ich alternative Geschichtsschreibung. So, und was macht der Handwerker dort? Der hatte Sumpf aufgelöst. Also wenn hier gleich das
Ruhrgebiet entsteht, das muss neben einem Industriegebiet entstehen, dann kann man daneben ruhig noch eine Mine hinsetzen. Auf das Handelszentrum verzichte ich, auf den Campus verzichte ich auch, das wird alles nicht mehr hinhauen. Stattdessen ziehe ich hier hin und baue mit dem hier eine Mine. Chengdu, Händler. Wir wollten hier in das Industriegebiet und die Produktion von Werkstätten und Fabrik fördern, weil das ist ja so ein geniales Industriegebiet, das so viele Städte unterstützen wird. Es ist wichtig, dass die Stadt stark wächst. Zumindest bis 14 kann die durchaus wachsen. Dann wird die auch Produktion stärker sein, vermutlich. Das heißt, die können wir zum Beispiel nach Rom schicken. Liegt ja direkt daneben oder nach Puteoli. Nein, da bringt es weniger Produktion. Dann nach Rom. Mit dem Handwerker hier. Hierhin und ein Sägewerk. Der hat noch genau zwei Ladungen. Hier bauen wir ein Industriegebiet. Sieh an, sieh an. Gibt es irgendwelche Ressourcen, die hier noch nicht angeschlossen sind? Kann ich im Moment nicht entdecken. Hier könnte man eine Mine bauen beispielsweise. Könnten auch für das Industriegebiet ja, wir bauen hier ein Industriegebiet. Rückblickend hätte ich das wahrscheinlich stattdessen einen Unterhaltungskomplex hingesetzt. Ist zu spät, kann ich nicht mehr ändern. Distrikte oder auch nur Bauplätze von Distrikten lassen sich nicht entfernen. Eine Runde weiter. So, hier wollten wir... Achso, es gibt immer noch Diskussionen unter euch Zuschauern, über die Bedeutung der Ziffern neben den Wappensymbolen. Zuerst wurde ja gesagt, das ist die Stufe des Reiters, die Erfahrungsstufe, haben viele Leute gepostet. Das trifft hier wohl nicht so. Der hier hat Stufe 3, die Zahl 1 korrespondiert er nicht mit. Andere Interpretation, die Zahl 1 bezieht sich auf die Zahl der Beförderung, die eine Einheit hat. Und das ist hier halt, hat hier halt eine Beförderung. Das könnte durchaus sein. Das hier ist ein Newbie. Wird mit dem hier ein Korps bilden. Für eine Runde 87. Das ist die Runde, in der auch Piero Parker in der letzten Folge war. Wie gesagt, er hat 245 Forschungen pro Runde. Ich habe 420, aber das war wichtig, dass ich so stark aufgeholt habe, um überhaupt wieder eine Chance zu haben im Wettstreit gegen ihn und bei der Mission Mars. Aber es ist jetzt nicht mehr unbedingt entscheidend. Es hängt alles davon ab, ob er oder ich die produktionsstärkeren Städte haben werden und vielleicht das noch kombinieren können mit hohen Annehmlichkeiten und mit großen Persönlichkeiten. Es wird ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Kraftwerke. Aber es war der Mann, der den Stromzähler erfand, der dadurch reich wurde. Können Kraftwerke bauen, das Upgrade für Fabriken und auch die geben allen Stadtzentren im Umkreis von 6 Geländefeldern dann nochmal ihren Bonus, das ist plus 4 Produktion. Pokrovka. Machen wir das doch sofort, Stantepede, und bauen hier ein Kraftwerk. Kinshasa, ein Händler. Den brauchen wir hier nicht mehr zwingend. Den würde ich entweder von Manda Kongo aus den Unterhaltungskomplex hier fordern lassen, dass der schneller entsteht. Das brauchen die auch. Oder ich schicke ihn schon mal runter zu den Städten hier unten. Und lasse ihn hier unten wirken.
Das geht auch. Haltungskomplex dauert ja 8 Runden. Man kann aber die Gebäude, die da entstehen, durchaus auch mit Gold kaufen. Nur die Bezirke selber nicht. Das heißt, wenn hier... wir müssen also ja nicht unbedingt die Produktion auf Dolkomraum stärken. Wir produzieren ja auch ziemlich viel Gold. Da kann man auch über Goldkäufer dann mittelfristig zu Annehmlichkeiten kommen, indem man dann Arenen baut und so weiter. Das heißt, ich benutze die Stadt doch lieber hier, um die anderen hier zu boosten. Chengdu zu boosten wäre auf jeden Fall eine gute Idee, denn hier will ich ja, das baue ich ja das tolle Industriegebiet. Das war hier, ne? Genau, das Industriegebiet für 3 Städte. Dann nehme ich diesen Händler hier und schicke ihn nach Chengdu. Hier ein Sägewerk. Hier eine Mine. Eine Beförderung verfügbar. Achso, der hatte gerade einen Speer gekillt. Hier wollten wir ein Sägewerk errichten. Noch 2 Slots. Tja. Ressourcen zum Anschließen sehe ich im Moment nicht. Neapolis haben wir als Produktionsstadt quasi schon aufgegeben. Braucht Pokrovka noch irgendeine bestimmte Geländemodernisierung? Hab ich nicht den Eindruck. Wie sieht das aus mit Passyrik? Brauchen wir hier eine bestimmte Geländemodernisierung? Auch nicht zwingend. Wir könnten den Wohnraum steigern, indem wir 2 Farmen hier einsetzen. Dann könnten wir ja problemlos noch einen Bürger mehr bekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten auch hier, wie sieht es in Banza Kongo aus? Bis dahin kommen wir ja auch noch. Können wir hier irgendwo noch für mehr Produktion sorgen? Ja, hier auf den beiden Feldern Minen zum Beispiel errichten. Da wir ein gutes Straßennetz haben, packe ich mir den und schicke den mal hier runter. Und jetzt müssen wir hier einen Schwertkämpfer noch ausschalten. Na, der kann nicht mehr feuern. Das ist doof gelaufen. Das ist echt doof gelaufen. Wenn ich ihn hier hingezogen hätte, hätte er noch angreifen können. Und mit dem ziehen wir mal hier hin. Mine. Wir brauchen an vielen Orten mehr Annehmlichkeiten. Eine Runde weiter. Gleich haben wir die Normbauteile. Hier wollten wir in Changsha eine Mine bauen. Gut, dass der Sumera stille hält und uns keinen Ärger einbrockt.
Große Persönlichkeiten hatte ich zwischendurch mal schon gecheckt. Ist im Moment keine, die ich mir zwingend holen müsste. Wir wollen ja vor allem die Raumfahrt großen Persönlichkeiten haben. Das sind vor allem drei, die im Spiel sind. Wir könnten unsere Landwirtschaftstechnik weiter verbessern. Wenn wir Bauernhöfe nebeneinander bauen. Damit eine Maschine reibungslos und vorhersehbar läuft, müssen ihre Teile allgemeingültig und ersetzbar sein. Das hatte ich schon mal ein paar Mal erklärt. Bislang war das so, dass eine Farm zwei benachbarte Farmen haben musste, um dadurch einen +1 Nahrungsbonus zu bekommen. Jetzt reicht eine benachbarte Farm. Außerdem Infanterieeinheit als neue Nahkampfstandardeinheit. Longxi. +5 Glauben durch Synagoge. Ist nicht uninteressant. Aber wir bauen natürlich das Kraftwerk. Breslav, Industriegebiet abgeschlossen. Als nächstes die Fabrik. Baltimore. Werkstatt. Industriegebiet ist gerade fertiggestellt. Weiter expandieren muss ich nicht zwingend. Also nicht noch, ich brauche nicht noch mehr Bevölkerung. Der bleibt dann auf der Stelle stehen. Der hat noch einen einzigen Slot. Damit könnte ich zum Beispiel... Ich ziehe mal hier hin. Auf den Wald. Chengdu. Genau, wir wollten schauen, dass es dieses tolle Industriegebiet hier schneller funktioniert. Wir suchen also eine gute Kombination. Panzer Kongo 7-3. Das ist natürlich traumhaft. Und, oh, was sehe ich da unten? 6-4. Boah, Baltimore ist sehr weit weg. So lange brauchen wir Chengdu nicht. Das macht keinen Sinn. Der ist zu lange unterwegs. Aber 7-3 nach dem Panzer Kongo. Das ist schon okay. So, der hat nur einen Slot. Eine Möglichkeit, eine Aktion durchzuführen. Was könnte das sein? Hier unten eine Mine zum Beispiel hinsetzen, das wäre eine Möglichkeit. Hier könnten wir eine Farm hinsetzen, aber was wird das groß bringen? Das ist ja keine zentrale Stadt. Wir könnten diesen Sumpf hier entfernen und könnten dadurch einen weiteren Bürger in Rom gewinnen. Das ist doch schon mal eine gute Idee. Oh, und in Chengdu vor allem hier, da fehlen doch noch Minen und diverse andere Sachen. Das scheint mir wichtiger zu sein. Der geht hier hin, bitteschön. So, der hat hier eine Mine errichtet. Hat noch zwei Ladungen. Kann man irgendwo noch Minen bauen hier? Ich sehe im Augenblick keine. Dschungel abreißen und roden und dadurch Bauprojekte beschleunigen. Dazu ist noch zu früh. Hier oben Sägewerk, um das Industriegebiet schneller bauen zu können. Das wäre eine Möglichkeit. Auf Dschungel selbst kann man ja nichts machen, bekanntlich. Hier oben ist eine Kohleressource, die ist aber zu weit weg. Die kann man nicht anschließen, außerhalb des Stadtradius. Um die Mine hier kümmert sich schon der Kollege, der gerade kommt. In Chengdu können wir hier noch ein Gewürzluxusgut anschließen. Hier können wir einen Wald bauen. Einen Wald, ein Sägewerk bauen. Das wären alles Möglichkeiten. So, wir haben noch genau zwei Slots. Hier können wir nur eine Sache machen, nur hier das Sägewerk. Wir würden danach mit ihm durch die Gegend irren. Ach, ich weiß was. Wir schnappen uns, wo ist er denn? Den Kollegen hier. Und laufen mit dem hier runter nach Chengdu.
hierhin zu diesem Sägewerk. Der hier, der Bautrupp, der hat nur noch eine Aktion, der läuft hier zu der Mine. Und mit dem hier, der hat noch zwei Aktionen, machen wir die Aktionen hier auf diesen beiden Bergen. Diesen beiden Hügeln. Ich glaube, so nutzen wir die Möglichkeiten hier am effektivsten. Und der Handwerker hier hat noch genau eine Aktion, die ihm übrig bleibt. Da werden wir mal runterziehen und hier in Xi'an hier eine Mine bauen. Dann wird Xi'an gefördert und Xi'an hat ja noch einige Pläne hier zur Förderung, zur Unterstützung der Nachbarstädte. Und jetzt hier gilt es, einen flüchtigen Barbaren zu stellen und ihn der Todesstrafe zu überstellen. Wir sind in der Moderne, wir sind ein zivilisiertes Volk geworden für Skythen, aber in unserem Herzen, da lodert noch die alte Kriegerseele unserer Ahnen. Die Veteranen von euch, die wissen vielleicht noch, was ihre Ur-Ur-Ur-Ahnen, was die für Legenden verbreitet haben, die sich in euren Familien erzählt haben, möglicherweise über die Skythen, das Reitervolk, das vor vielen Jahrhunderten seine Nachbarn überfallen hat, das geraubt hat, überall. Das war mal. Aber das ist immer noch in unserer Seele drin. Und wenn wir einen Barbaren sehen, dann müssen wir ihn auch zur Strecke bringen. Das muss einfach sein.